Düsseldorf ist übrigens so eine Stadt, wo tendenziell Leute leben, die irgendwie so auf Schickimicki machen, Chat. Düsseldorf, Freitagvormittag. Mitten auf der bekannten Luxus... Es tut mir so leid. Entschuldigung, ignoriert das. Mitten auf der bekannten Luxusmeile Köhl hat die Polizei eine stationäre Großkontrolle eingerichtet. Motorradpolizisten ziehen auffällige Fahrzeuge aus dem Verkehr. In der Kontrollstelle begutachten mehrere Dutzend Einsatzkräfte die Autos. Mit dabei Nina und Serda von der AG Tuning. Hey Nina, auf hey Serda. Nach unzulässigen Umbauten. Gucken wir uns den meisten mal an. Sollen wir den hier, ja, hier dahinter stellen direkt? Guck mal, ist so ein Exot, ne? Wir müssen über die Autos reden, Chat. Auffällige Auto. Ja, was hältst du von der Lackierung? Ist ja offensichtlich matt-schwarz. Ich finde übrigens, dass diese schwarzen, diese blauen Auspuffrohre ein bisschen kitschig sind, aber man sieht auch nicht viel, ne? Gucken wir jetzt mal die Doku an. Zu den Beamten gelotzt. Warum ist das Auto auffällig? Guten Tag, Dix, mein Name. Machen Sie ein bisschen weiter auf, dann können wir uns einen Ticken weiter besser unterhalten. Ist eine gezielte Verkehrskontrolle. Es ist eine gezielte Verkehrskontrolle. Ist es so, dass V12. Ich gerade erstmal, lassen Sie mich ruhig erstmal aussprechen. Führerschein, Fahrzeugschein und den Personalausweis von Ihnen, wenn Sie nicht Halter sind. Zu Beginn der Kontrolle ist mir persönlich direkt aufgefallen, dass er mit unserer Kontrolle natürlich... Was hat sie gerade gesagt? Ab wann, wenn sie nicht Halter sind, braucht man keinen Fahrzeugschein, wenn man nicht Halter ist? Moment. Lassen Sie mich ruhig erstmal aussprechen. Führerschein, Fahrzeugschein und den Personalausweis von Ihnen, wenn Sie nicht Halter sind. Ach, Personalausweis, okay, check, check. Schönes Auto übrigens. Zu Beginn der Kontrolle ist mir persönlich direkt aufgefallen, dass er mit unserer Kontrolle natürlich nicht so zufrieden ist, dass er direkt schon eine gewisse abweisende Haltung uns gegenüber hatte. Danke, Sorlak, danke, Eismund, danke, Alex Gamer. Die Kommunikation sehr zurückhaltend war. Besten Dank. Ja, wenn er uns die Dokumente aushändigt, das ist seine Pflicht und alles andere muss er ja nicht. Schweigend befolgt der Mann die Anweisungen. MD7H. Gerne einmal aussteigen und einmal komplett aufmachen, bitte. Hallo. Der weiße Mercedes CL600 mit 12-Zylinder-Motor ist eine Rarität in Deutschland. Ist das ein Importfahrzeug oder ist das ein deutsches Fahrzeug, was Sie haben? Keine Ahnung. Das wissen Sie nicht? Okay. Keine Ahnung. Irgendwas verändert technisch an dem Fahrzeug? Haben Sie eine Gasanlage verbaut? Auch nicht? Gut. Gucken wir uns einmal das Fahrzeug an. Das Gute bei uns ist halt wirklich, dass wir uns gut auskennen, dass man uns nicht verunsichern kann. Wir haben die Möglichkeiten das ist eine Doku. Zur Fahrzeuguntersuchung, die vielleicht ein normaler Wachdienstbeamter jetzt von der Wache vielleicht nicht hat. Wir haben das technische Equipment dazu, wir haben die entsprechende Erfahrung. Naja, ich glaube euch. Was im Ausland erlaubt ist, ist nicht automatisch auch in Deutschland legal. Zwar wird bei der Zulassung alles geprüft, doch ob der Fahrer anschließend wieder etwas manipuliert hat? Sieht der aus wie jemand, der sich ein Zubehörteil kauft und dann in seine V12-Rarität irgendein Zubehörteil einbaut, Jungs? Ich habe irgendwie nicht das Gefühl, Mann. Müssen die Beamten jetzt herausfinden. Also gerade hier so ältere Mercedes-Modelle, die eine große Motorisierung haben und in der Außenfarbe weiß, das sind... sehr oft Importfahrzeuge aus Japan zum Beispiel. Deswegen war die Frage hier eingangs. Das können wir aber auch im Fahrzeugschein sehen. Sie haben unter Ziffer 17 also ein E drin. Das heißt, das Auto hat eine Zulassung, eine deutsche Zulassung bekommen mit einer Einzelbetriebserlaubnis. Ansonsten wäre unter Ziffer K eine E-Nummer. Das wäre so eine Genehmigungsnummer für das Fahrzeug. Ein ordnungsgemäß zugelassenes Importfahrzeug. Also eigentlich kein Problem. Oh, oh. Eigentlich? Ich wurde von der Polizei kontrolliert, weil ich habe ein sehr schnelles Fahrzeug, aber ich fahre immer ruhig und langsam, weil ich will auch mein Fahrzeug nicht so viel belasten. Klar, auf der Autobahn kann man mal Gas geben, aber im Allgemeinen, ich lasse im Auto immer in Werkzustand, weil ich liebe das. Trotzdem versichern sich die Beamten lieber selbst davon, dass alles noch original ist. Scheiben und Bremsbeläge habe ich mir auch angeguckt, das passt auch. Wir gucken uns von hinten einmal die Abgasanlage mal an. Ist ansonsten bisher nur mit dem Blinker das und die Umweltplakette, die nicht in der Scheibe klebt. Genau. Also die Abgasanlage, die ist komplett original. Die kann man auch sehr gut einsehen. Dann entdeckt Serda doch noch eine Kleinigkeit. Oha, jetzt geht's los, Jungs. Haben Sie noch irgendwas dabei für die Folierung? Für die Folierung? Haben Sie dafür noch irgendwie für die Tönung? Folie, haben Sie da noch was dabei? Genau. Was das heißt das dabei? Sie haben ja hinten die Scheiben getönt mit Tönungsfolie. Ja. Haben Sie dazu noch irgendwelche Unterlagen? Gar nichts?
Okay. Das ist so ein kleiner Zettel, den man mitführen muss. Und da muss zusätzlich auf der Scheibe halt auch eine Nummer vermerkt sein. Deswegen würde ich einmal bitten, dass Sie die Fahrertüre oder Beifahrertüre aufmachen, damit wir einmal gucken können, ob wenigstens die Genehmigungsnummer auf der Folie drauf ist. Genau, das ist eine Genehmigungsnummer, die ist in der Folie herstellerseitig schon eingearbeitet. Aber wie Sie gesagt haben, das ist ein ausländisches Fahrzeug, da haben wir den bestimmt nicht. Das spielt keine Rolle. Das spielt ja keine Rolle. Ach, so ist er zugelassen. Das, oder habe ich den Fehler gemacht beim Zulassungsstempel? Wir wissen ja nicht, wann die Folien angebracht wurden. Da kann ich nämlich jetzt schon keine Nummer sehen. Wir können es ja nicht überprüfen. Würde ich Sie einmal bitten, die andere Seite auch aufzumachen, weil die Nummer ist zwingend erforderlich. Mir ist auch wichtig, dass mein Gegenüber versteht, ne, was wird... Das ist das für eine Doku? Zeigen. Was ist hier los, Jade, Alter? Ich weiß überhaupt nicht, was hier passiert, Mann. Das kommt mir alles so seltsam vor. Okay, ist aber eine Spiegel-TV-Doku, richtig? Ja, ist auch eine Spiegel-TV-Doku. Okay, das erklärt einiges. Was habe ich vielleicht falsch gemacht oder ne, was ist jetzt nicht so gut an meinem Fahrzeug? Hier ist auf jeden Fall so eine Schnittkante, die nicht gerade ist. Lufteinschlüsse auf jeden Fall hier in dem Bereich. Da ist Luft. Aber so ein Auto sollte sowas nicht passieren, Chad. So arbeitet Mercedes nicht. Das Problem ist, wenn Sie ja eine Folie drauf haben, wie in dem Fall, und Sie haben einen Unfall. Grundsätzlich ist ja die Scheibe so konzipiert, dass die nicht so bricht, dass Fahrzeuginsassen verletzt werden. Wenn Sie eine Folie drauf kleben und die ist nicht genehmigt, dann garantiert niemand dafür, dass die Scheibe immer noch das gleiche Splitterverhalten hat. So kann es halt sein, wenn Sie eine Folie benutzen, die nicht geprüft ist, dass das negativ splittert und Fahrzeuginsassen zum Beispiel verletzt werden. Es geht explizit um die Folie, die Sie ja hier hinten drauf haben. Aber hinten ist doch egal. Nein, tatsächlich nicht. Jegliche Folien, die Sie an Ihrem Fahrzeug anbringen im Bereich der Scheiben, muss geprüft sein. Aus dem Grund, den ich Ihnen gerade erklärt habe. Ne? Hält den Personalausweis immer so, dass wir mitlesen können. Ich glaube, das ab Werk so. Und das will der Mann nun mit Unterlagen beweisen. Meine Erfahrung hat gezeigt, dass einige Tuner immer einen Schritt voraus sind. Das heißt, die sind auf diese Kontrollsituation vorbereitet. Die wissen halt, ne, wie kann ich jetzt mein Gegenüber vielleicht sogar täuschen, vielleicht sogar mit irgendwelchen anderen Dokumenten oder Unterlagen schauen wir uns hier an, Chat, Alter. Verwirren. Deswegen ist es halt wichtig, dass wir uns da wirklich auskennen. Wie gesagt, die Auto zugelassen. Und das sind das Schauspieler, Chat, oder sind das echte Menschen? Was habe ich hier angeklickt, Mann? Habe ich einen Fehler gemacht oder so? Es kommt mir irgendwie alles so seltsam vor, Chat. Die reden alle nicht so wie Menschen, sondern eher so wie Leute, die denken, dass sie wie Menschen reden wollen. Sind das Außerirdische oder so? Was ist hier los? Die Leute sind spezialisiert darauf natürlich. Die Zulassung spielt keine Rolle. Aus den Zulassungsdokumenten ist ein AI-Video? Können wir nicht... Sind die echt? Nehmen, dass diese Dokumente können Sie das. Es wäre nett, wenn Sie mich nicht unterbrechen würden. Also aus den Zulassungsdokumenten können wir nicht entnehmen, dass diese Folie an Ihrem Fahrzeug genehmigt ist. Deswegen, wie die Kollegin gesagt hat, brauchen Sie die entsprechenden Unterlagen dafür. Ja. In dem Stapel tauchen tatsächlich mehrere Dokumente auf. Allerdings auf Japanisch. Das hat mit der Zulassungsfolie ja gar nichts zu tun, ne? Das heißt... Ah, na ja, dann. Sie will nur gleich haben. Ich glaube, Sie will nicht die Wahrheit wissen. Sie möchte nur gleich haben, Ihre Strafzettel schreiben. Nein, kommen Sie doch mal her, dann erkläre ich Ihnen noch mal. Das hier, was Sie mir gerade... Das ist keine Strafzettel, das ist eine Mängelkarte, ja? Das ist ein großer Unterschied. ...gerade gegeben haben, geht um diese Scheibe. Da haben wir aber auch nicht angemerkt, dass sie getönt ist oder dergleichen. Es geht hier um diese Scheibe. Was? Der Dude schauspielt, ja, würde sagen, wahrscheinlich irgendwie organisierte Kriminalität? Wie jetzt? Wie er redet und was er sagt, ist er in der organisierten Kriminalität, Bro? Weil da Folie drauf ist. Bisschen weit hergeholt, oder, Bro? Der ist hier von Untersuchungen, hat er gehabt. Genau, das ist ja Voraussetzung für die Zulassung. Chad ist ja kriminell. Er fährt einen V12, der muss kriminell sein, ha? Zulassung, dass Auto Taco ist. So, jetzt wollen wir einen Nachweis darüber haben, dass die Folie zulässig ist. Die können Sie bis jetzt nicht erbringen. Kein Nachweis, keine Prüfnummer. Der Mann darf mit seinem Luxuswagen so nicht in Deutschland fahren. Nina und Serda wollen zumindest die Sache mit der fehlenden Umweltplakette direkt klären. Die Umweltplakette haben Sie ja im Beifahrerfenster. Ne? Die können Sie schon mal in die Scheibe kleben. Ne? Finde ich hässlich. Ist mir egal, ist eine müssen Sie. Ja? Ja, Sie sind verpflichtet, die Umweltplakette in der Scheibe zu haben. Mhm. Egal, unabhängig davon, ob Sie die hässlich finden oder denn nicht. Ne? Das ist ich fand die auch hässlich, als ich die reinkleben musste. Okay, voll blöd. Beschrieben und muss dementsprechend sein. Ne? Aber trotzdem deswegen, drin. Ja, machen Sie das bitte einmal. Genau. Die ist auch hässlich. Sie können gerne einmal im Fahrzeug bitte Platz nehmen und nicht hier rumlaufen, weil wir in der Kontrollstelle aus Eigensicherungsgründen keine Personen rumlaufen. Brauchst du das noch länger? Das brauche ich noch, weil wir einmal den Vorgang dazu fertigen müssen. Deswegen gerne einmal bitte ins Fahrzeug setzen. Ich bringe das Auto so nach dem Typ, wenn die sage, das ist nicht zulässig. Dann gehe ich nach der Prüfstelle, wo dieses Auto eingeführt ist. Und dann frage ich da nach, wie das geht. Weil
Die Auto ist so zugelassen und die sucht einfach irgendwas, was hier ein Problem ist, Folien. Und dann gehen wir mal bis zum Boden aussuchen, wo das Problem ist hier. Offenbar der Sache auf wurde Grund. Der Mann beim Import des Fahrzeugs getäuscht. Doch die Verantwortung dafür trägt er selbst. Nein, für die Subs, es ist ja nicht unser Ziel, die Leute zu schikanieren oder da unbedingt etwas zu finden, sondern wir... Nina Dierkes interessiert sich privat für Tuning. Wir wollen ja wirklich nur die rausziehen, wo wir sagen, da sind technische Mängel. Und ansonsten sind wir um jede Kontrolle froh, wo wir letzten Endes nichts finden und wo wir auch einen zufriedenen Fahrzeugführer haben, wo wir einfach ein nettes Gespräch haben, eine nette Kontrolle und jeder dann noch einen schönen Tag hat. Wenn er die Folie jetzt abzieht... So eine Polizeikontrolle ist nicht der richtige Ort zum Freunde finden, Jungs. Dann haben wir uns den Kontrollbericht ja auch geschenkt. Aber okay. Gut, wir können ihm das ja anbieten, ja. Ob der dazu bereit wäre, ne? Teilweise braucht er das Fahrzeug halt auch, weil wir hatten ja sonst nichts mehr, oder? Ne, die Umweltplakette, die hat er im Handschuhfach auf jeden Fall, das kann er ja direkt dran machen. Dann gehe ich ihn mal fragen, einfach, ob der bereit wäre, die Tönungsfolie jetzt abzumachen. Dann fange ich schon mal mit der Vorgangsfertigung an. Ja, dann machen wir das so. Wären Sie jetzt vor Ort bereit, die Tönungsfolien abzumachen? Ich würde das machen. Das müssen Sie organisieren. Ich bin dann nicht bereit. Bitte? Nicht bin ich bereit. Nicht bereit. Okay, wenn Sie nicht bereit sind, dann würde ich den Kontrollbericht, wie gesagt, fertig machen. Dann bekommen Sie eine Frist im Behördliche, damit wir sicher sind, dass das Fahrzeug in Zukunft ohne entsprechende Tönungsfolie unterwegs ist. Ja? Dann machen wir das entsprechend fertig, den Kontrollbericht dann persönlich abgeben oder über den Postweg dann. Ja? Gut. Für mich ist das voll asozial, um so umzugehen mit Leuten. Ich bezahle mehr als über 500.000 pro Jahr Steuern. Und ich soll hier Folien auf der Straße abziehen und in dem Regen draußen warten, bis die hier mein Auto komplett untersuchen. Ich finde das voll asozial, wirklich. Wenn das hier direkt vor Ort entfernt hätte, wäre es halt so, dann wäre es abgeschlossen gewesen letzten Endes, was das angeht. So muss er sich halt selber nochmal mit seinem Fahrzeug beschäftigen, muss das Fahrzeug auch nochmal vorführen. Das ist ja für ihn viel mehr Aufwand und wir wollten ihm damit einfach auch entgegenkommen und es wäre für ihn halt einfacher gewesen. Ich habe das Gefühl, Chat, die Polizisten stecken hart in ihren Film und der Kerl steckt hart in seinen Film. Wisst ihr, was ich sage? Keiner versteht sich hier. Der Fahrer nutzt seine Chance nicht. Um sicher zu gehen, dass er sich um die Folie kümmert, muss er die Scheiben später vorzeigen. Die Umweltplakette hat er jetzt schon dran gemacht, ne? Dann können wir das uns sparen. Wurde dir schon von der Polizei festgehalten wegen euren illegalen Tuning an eurer Karre, Chat? Wow, Leute, checkt mal euer Twitch Prime. Crazy, was das für einen Life-Change ist, Duckers. Ja, das stimmt, Sperjo. Da stimme ich dir zu. Wow, so ein Life-Change. Bro, zu wilde. Danke für die 17 Monate und Foxo für die 25 und Never Not Luca für die 53. Sofort festnehmen, Kollegen, ja. Coldfire, danke für die 78. Hallo, Herr Mondai, 7. Ich habe sie sehr lieb. Ich auch. Rummel, danke schön für den Resub. Du scheißt, mein Twitch Prime ist dein. Das ist korrekt. Seitdem Leute hier gesubbt haben, haben sie auch viel besseren Sex. Denk drüber nach. Kaio, danke für die 41. Danke, FZG, Sorlak. Danke Ice Moon, Alex Gamer und natürlich Thunderbird. Jungs, vielen Dank für den Support, natürlich. Ich habe jetzt nicht gesehen, dass es dran ist, aber er wollte es zumindest machen. Ja, ich kann ja gleich nochmal gucken, bevor wir ihn entlassen. Dran kleben, statt abziehen. Wenigstens die Plakette sitzt nun am richtigen Fleck. Wie versprochen, das ist der Kontrollbericht. Ich habe einmal alles aufgeschrieben, ne, was bemängelt wird. Das ist fast nicht lesbar, was da drauf steht. Doch, das kann man gut lesen. Das kann man super gut lesen. Dann gibt es noch Ihre Dokumente zurück und dann können Sie weiterfahren. Sie können hier einfach einmal wieder raus und da hinten dann weiterfahren. Sagen wir nicht, dass es die komplette Doku war. Die ganze Doku nur einer. Ich sehe keine Sicherheitsprobleme. Und die Wahrheit ist, ich mache die Folien gar nicht. So, wann die weg muss, ist mir scheißegal. Der Fahrzeugführer letzten Endes was aus der Kontrolle gelernt hat oder Einsicht gezeigt hat oder Einsicht mitnimmt, glaube ich, eher nicht in dem Fall, okay, weil er von Anfang an ja am Grund seines Verhaltens schon relativ deutlich gezeigt hat, dass er mit der Kontrolle unzufrieden ist und auch am Ende hatte ich nicht das Gefühl, dass er letzten Endes Einsicht zeigt. Das ist eine seltsame Doku-Chat. Ganz seltsame Vibes, die ganze Doku, Mann.